Und ich dachte, ich hätte den Ton angemacht, aber nee. Hallo. Ach, so mal ja. Nehmen wir mal das Bild. Ist es ja doch. Ich habe ein bisschen weiter gemacht. Ich habe ein paar Linien nachgezogen, bei der Eule fertig gezogen. Und den Regenschirm habe ich schon mal angefangen. Oder soweit. Gut. Geht. Weiter gemacht. Und gucken wir mal. Ja, ich mache gerade eben noch was. Ich mache die kleinen Dinge so wie in den Stream-Chat reingehen, damit ich die Eule habe. Vielleicht gucke ich gleich nochmal, ob wir bessere Musik haben. Bin mir da noch nicht sicher. Juna hat auch gerade eben das hingekriegt. Es regnet arschig draußen und deswegen haben wir ein bisschen länger beim Spazieren gebraucht. Dann habe ich mich schon umgezogen, deswegen sind wir ein paar Minuten nach gewesen. Ja, das ist die Erklärung, warum nicht pünktlich, sondern ein bisschen unpünktlich. Aber das ist nicht schlimm. Denke ich mal. Ich finde es nicht so krass schlimm. Bin ja da. Und klein machen. Alles checken, läuft alles. Ja. Gut. Will mein Handy schon wieder von mir? Kümmere ich mich später drum. So, jetzt gehen wir mal wieder in. Die Referenzen sind weg. Wo sind die denn hin? Geschmissen. Wo habe ich die Referenzen denn geschmissen? Das ist so eine Frage, ne? Theoretisch dachte ich, ach, hier habe ich die hingeschmissen. Ja, cool. Ich habe ja den hier genommen als Referenz. Ja, das war ein wunderschöner Name. 98787110001111, so heißt das ungefähr. Das ist, was wir haben wollen. Und das ist, was wir gerade haben. Dann seht ihr ungefähr, was wir machen. Und wenn ich was darunter erkläre, kann ich es euch auch sagen. Jetzt machen wir die Referenz auf. Einfach so öffnen, damit ich auch groß habe. Billing? Bei Billing? Was machst du Billing? Wollte er nicht öffnen. Warum auch immer wollte er es nicht öffnen? So. Ach, so. Irgendwie sieht der Schatten von ihrem Schieren komisch auf dem Bild, aber ist aber egal. Ach so, jetzt haben wir alles aufgemacht. Jetzt malen wir einmal das Mädel nach. Und den Hund noch. Dann haben wir alle Outlines und die Face Colors. Deswegen muss ich einmal mit dem Umbrella ausblenden. Nee, die ist nicht. Die ist nicht symmetrisch. Eule ist ein bisschen groß. Weil Totoro auf dem Bild halt, ne, hier neben mir. Da. Der ist ungefähr auf der Augenhöhe von dem Schild.
Ich würde auch das Schild aber größer machen. Aber wir gucken gleich mal. Also wenn wir alle ordentlich nachgezeichnet haben und angefangen haben, kann man die immer noch Größen angleichen, bevor man halt schattiert, ne? Ja. Ich glaube, die Größe ist okay und dann müsste das halt, ne? Hier ist ein sehr großes Gift. Entweder muss der Kopf runter oder mal gucken, was wir damit machen. Was machst du später? Hast du gegessen? Gut. Juna hatte ihr Fresschen. Was machst du, Pupa? Okay, jetzt wird gespielt. Achtung, es könnte wieder im Hintergrund ein bisschen poltern, wenn der Hund anfängt zu spielen. Ich sag's nur im Voraus. Spielst du gleich? Ja? Okay. Sie ist nämlich an ihrer Spielzeugkiste. Und ja, dann krabbelt sie was raus und knabbelt. Hi, Thoddy, wie geht es dir? Ach ja, Fry, ich hab gar nicht Hallo gesagt. Hallo, Fry. Hab ich gesagt, hast du jetzt zwei Pizzen? Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Wir gucken gerade durch, was wir am ersten zeichnen. Macht mal die Haare weg. Und dann machen wir heute entspannt. Pfft. Ich hab schon Hallo gesagt, Fry. Das ist mein hier ist gerade so ein bisschen. Ich will immer mit der Maus, mit der Hand zoomen. Das ist so. Hm? Ja. So, mal gucken, wie wir das mit dem Arm machen am besten. Fange ich ihn jetzt an? Wir fangen einfach mal an den Beinen an, weil da bin ich zufrieden mit dem Oberkörper, weil ich noch nicht so reden. Mit den Schuhen schon. Und wenn sich jemand fragt, warum ich das pinke Zeug da, also das Regenbogenzeug da gemacht habe, das soll sozusagen zeigen, wie weit weg was ist. Also hinten ist es schmaler, also ist die Perspektive da natürlich schmaler. Dann zum Ausrichten eine Hilfe. Wird natürlich nicht so aussehen am Ende. Und jetzt fangen wir mal an. Ich hab gesagt, wir fangen an. Fangen wir den Schuhen an. Noch näher ran. Noch näher. Immer näher an die Schuhe. Ja, das ist der Pencil, der dick ist. Opa. Ja. 3-3. Jetzt habe ich gerade an was gedacht. Habe ich hier irgendwo in der Nähe einen Handschuh? Handschuh. Ich klebe, also meine Hand wird irgendwann fertig, kennt man ja, und dann klebe ich immer am Bildschirm. Das habe ich gestern bemerkt, das war echt nervig. Und jetzt slide ich halt schöner über den Bildschirm. Vom Tablet. Und wenn ich das nicht habe, dann hake ich halt. Ne? Also das war jetzt die Erklärung dafür. Der erklärt immer so gern. Ich bin Erklärer. Und mit mehr oder besserer Reibung oder Haftung auf dem, also weniger Haftung auf dem Bildschirm, kann man auch eher zu diesen Strichen committen, die man zeichnet. Das ist nicht weit. Darf nicht so krass drücken, dann geht das nämlich auch nicht. Den mittleren Teil mag ich nicht. Der ist so meh. Meh ist der. Warte. Einmal als Vorlage, das ist vom Film mit dem, ich glaube, Totoro, oder? War mir nie sicher, ob ich den mal gucken soll. Ich würde ihn gucken, er ist ganz toll. Und ja, es ist Totoro. Mein Nachbar Totoro heißt das.
Und die Vorlage ist halt der Doro, ne? Sieht man ja da. Und das kleine Mädel. Und die warten gerade auf einen Bus. Und es ist ein Man sollte den, also nicht ein Pflichtfilm, sondern ein empfohlen. Also einfach mal gucken. Es ist sehr empfehlenswert. Empfohlen. Ich empfehle ihn. So bla bla bla. Ich empfehle ihn. Kannst du mal gucken. So. Ich glaube, auf Netflix kann man den gucken und halt auch anderswo. Mit dem Schuh bin ich nicht zufrieden. Genau, ein Film, den ich jedem ans Herz legen kann. Danke. Wörter sind heute nicht meine Stärke. Ich habe jetzt mit Fla Sport angefangen. Und wir sind beim zweiten Tag an bei der Sport-Challenge und ich bin ein bisschen durch. Ein bisschen aus dem Husten und war anstrengend. War sehr anstrengend. Sehen sich so unendlich die Spuren, ne? Das ist heftig. Hier sind die gleichen Füße. So seltsam. So seltsam. Lalala. Das waren die Füße. Oh, warte. Wir müssen hier noch die Gummistiefel Falten reinmachen. Auf zum Knie. Und ich glaube, mein Bildschirm ist dreckig. Ich hänge an meinen Lachen fest. Nicht so geil. Nicht geil. Heute ein entspannter Stimme. Heute ein entspannter Tag. Schön, ne? Sind die Beine. Die mache ich ein bisschen länger. Die zumachen können. Das hat was mit dem Füllen nachher zu tun. Das sieht man ja dann nicht. Wenn der Rock drüber liegt, dann sieht man das nicht mehr. Den kommt jetzt der Rock. Das muss ich aber sehen. Also ich kann wirklich besser so Rundungen machen als so, deswegen drehe ich das Bild. Deswegen klappt auch alles. Natürlich darf da so ein leichter Wubbel drin sein, das ist überhaupt kein Problem. Den enden wir hier so. Und der nächste Abschnitt. Warte. Das ist ein Double. Kann man doch wirklich hier enden lassen. Bei dem Trägern sind wir uns doch immer noch nicht sicher, wie wir es haben wollen. Deswegen
Kann ich die Träger einmal kurz ein bisschen ausbinden, damit das Bunte mich nicht so hart vernervt? And the boobies. Thank you. Muss ich mal nachhelfen, warte. Die liegen einfach so, okay. Die wäre theoretisch. Immer drehen, 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 immer drehen, immer drehen, immer drehen. So einfach anliegend. Immer schön drehen. Wie geht's euch denn heute Abend? Ich bin ein bisschen, wie gesagt, K.O. Ist doch eher so. So krass. Na gut. Vielleicht ist das ein bisschen zu krass gerade, aber. Wie hat das schon so. Ding siehst. Nicht auf vorsichtig bleiben, danke. Drehen. Immer wieder drehen. Das geht. Ja. Das geht. Wegradieren kann man nochmal alles. Sei mal ein Check für mich. Nicht wundern. Sieht ja gar nicht aus. So, noch eine Überlegung, ob ich das mache. Wenn wir das nicht so machen, dann ist das nämlich anliegend. Wäre so. Ja, ist da. Ne? Ich würde mich auch ziehen.
Röckchen hier. Hatte die nämlich nicht nur hier für die Linie, sondern wieder ein bisschen hochgehen, dann hätte sie ein Gürtel. Find das mal aus, dann hätte sie ein Gürtelchen. Gürtelchen wäre dann so ein bisschen nach außen. Also angedeuteter Gürtel, das ist eigentlich nur ein, nicht Gürtel, sondern, ach, wie heißt das denn? Ein Bund. Genau, der Bund wäre so ein bisschen rausguckend. Kann man eigentlich machen. Ich kann mich. Ja, ja. Der Strich ist dann nur ganz leicht angedeutet. Ich meine, ihr könnt das ja sehen, so ein bisschen. Und klar, es muss nicht genauso aussehen wie im Original. Es sieht ja schon gar nicht mehr aus wie das ganze Original, denn es ist eine Eule, es ist ein erwachsenes Mädel und kein Kind mehr und ja. Mache ich gleich weiter. Es ist Wasser mit so Bolero-Zeugs gemischt, deswegen ist es Wasser. Mein Bruder hat seine Firma so Bolero-Packung gekriegt. Probieren. Und der mochte die nicht, also hat er mir die gegeben und damit versüße ich jetzt mein Wasser. Das ist jetzt hier Low Carb. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Es ist zuckerig ohne Zucker. Was bist du denn hier? Hier müssten theoretisch die Boobies angedeutet werden. Ich mache das einfach mal erstmal so. Der steht gleich was. Das ist nur so ganz leichte Striche. Also ich weiß noch nicht, ob ich die Boobies haben möchte. Aber die Boobies sind da. Ich weiß noch nicht, ob ich sie schon haben will oder nicht. Und jetzt sehe ich gerade auf der Zeichnung nochmal, weil ich jetzt auch nochmal ganz groß habe, die Zeichnung, dass die Hosenträger viel weiter in der Mitte sind. Also, ich mache jetzt, das ist ein Skizzen-Layer wieder. Die Hosenträger fangen nämlich hier an. Hier. Und gehen dann runter. Ich
Wie gesagt, das ist erstmal ein Skizzenlayer, deswegen so viele dunkle Striche. Dann enden wir doch schon da, wo ich die angesetzt hatte, also bei dem auf jeden Fall. Ich mache auch gleich nochmal mit einer anderen Farbe drüber, damit man das auf jeden Fall sieht. Wunderschön, ne? Aua! Oh, Muskelkater! Dying! Na du? Guckst du, was ich mache? Ja, weiß ich. Und die wird auch erstmal wieder gekrault. Und dann machst du frei, wenn man Sport, obwohl ich gerade was gesagt habe. Ja, mach ich dann gleich. Ah, ihr seid arschig, ich merke dir das. Das ist doch nur den Tisch, den musst du langsam kennenlernen. Also so lange solltest du keine Angst mehr vor dem Tisch haben, Schatz. Juna hat immer noch Angst, wenn der hochfährt und runter. Ja, ich bin heute ein. Bär. Right, ich habe euch gerade erzählt, dass ich mit Fla eine Sport-Challenge angefangen habe. Eins. Und wie der schmerzende Muskelkater, weil 3, 4, 5, 6, 7, kein Gleichgewicht. 8, 9, 10, 11. Ja, ich meine, das wird langsam. 26, 27, 28, 29 und rutscht immer noch. 39. Immer mit ihrem Rutschen, das nervt. Sieht aber doof. Sieht echt. Das sieht hardcore doof aus, ne? Just saying.
Der Äußere fällt mir. Den können wir machen. Je nachdem. Hallo Kommando, wie geht es dir? Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Abend. Ich habe immer noch das Bubi-Problem. Kopfschmerzen, das ist immer Kacke. Hast du denn genug getrunken? Dann trink noch mal was. Das tut immer gut. Dann wenigstens hast du morgen keine Kopfschmerzen mehr. Ich bin Migräne-Mensch, ich kenne das. 5 Liter, dann ist es was anderes. Dann ist vielleicht Migräne, weil dann bist du nicht dehydriert und dein Hirn braucht nicht Wasser, sondern irgendwas anderes. Vielleicht was Schlechtes gegessen. Musste es gerade langsam sagen. Bei mir kann man da ganz schnell rausschließen, wenn ich meine Kopfschmerzen habe. Und da weiß ich, vielleicht habe ich gestern nicht genug getrunken, weil ich lerne immer noch 4 Liter zu trinken. Also ich trinke öfter, versuche immer 4 Liter zu trinken, aber manchmal kenne ich das so, dass ich nur 1 Liter trinke. Was nicht gut ist. Und trinken hilft bei mir zum Beispiel auch nicht bei Migräne. Also ich bin nicht normal, aber ja. Vielleicht heute ein bisschen viel Stress gehabt oder irgendwie sehr angestrengte Sachen gemacht, wie, keine Ahnung, ja, viel am Computer gesessen, kann halt da auch von kommen, ist bei mir manchmal so. Ah, das Mädchen, genau, das Mädchen. Die Boobies. Ich bin immer noch nicht, also, die müssen halt gemacht werden, diese Hosenträger-Dingsies. Bin mir gar nicht sicher, ne? Ich zeichne auch nicht jeden Tag Hosenträger. Du bist. Nein! Ja. Nein. Oh, nein. Falsche Taste. Falsche Taste habe ich gedrückt gerade. Jetzt ist es hart am viel zu hell sein. Das hier ist so krass leuchtend. Muss ich wahrscheinlich irgendwas aus Ordinaries ausblenden. Ja, guck mal. Dann sieht man direkt, wo ich dreckig gemacht habe. Alle Flafla. Er hat mich schon Sit-Ups machen lassen. Ich meine, hier, Squats. Hosenträger sind scheiße. Oh, scheiße. Dein Spiel hat sich verselbstständigt, oh je. Nach 16 würde ich, ja, aber theoretisch ist das gut, wenn man so viel trinkt, wenn man besonders, wenn man theoretisch Sport macht, heißt es, dass Frauen zum Beispiel 4 Liter bis 5 Liter trinken sollen und Männer 6 bis 5 bis 6 Liter. Also wenn man sehr viel Sport am Tag macht oder sich sehr viel bewegt, soll man relativ oder eigentlich super viel trinken. Und die Nicht-Sportler müssen halt nicht so viel trinken, weil sie nicht so viel verbrauchen. Bye. Einfach so trinken. Kommando hat gerade Kopfschmerzen, habe ich ihm gesagt, er soll vielleicht was trinken und dann hat er erzählt, dass er schon viel trinkt und schon viel getrunken hat. Deswegen. Und du solltest BBP gemacht hast? Was ist BBP? Ach, Bein, Bein, Beine, Bein, 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 Po. Bein, Bauch, Po. Bein, Bauch, Bauch, Po.
Einfach hoch. Und du bist auch noch eine große Frau. Das kommt auch noch auf die Größe an, ne? Also bei großen Menschen mehr trinken, kleinere Menschen müssen weniger, müssen nicht so viel trinken. So. Das ist alles vom Körper selber geregelt. Der Körper ist ganz lustig. Kann der nämlich. Ja. Und genau, du brauchst eh mehr Wasser. Dann mache ich die einfach mal aus. Da hast du recht. Da hast du recht. Mache ich immer. So, einmal gemacht. Lol, Kommando, das verstehe ich jetzt auch nicht. Oder kennt ihr euch? Ach so, wegen E-Sport wahrscheinlich. Ah ja. Da ist sehr groß. Größer als Errol. Ja, 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 ja. Eine sehr große. Ich sag mal so 2 Meter. Und Errol ist eine kleine. Mit ihren 1,70, 1,73. Eine kleine. Matchmaking Rank. Ja, los. Genau. Bei welchem bist du denn E-Sportler, Herr Kommando? Jetzt hilft das ja auch schon. So, einmal die ganze Frau drehen. Hui. So weird, dass man da Grillenzippen hört. Chop, chop, tippi chip. Jetzt bin ich wieder hin, warte. Ich muss mir gleich nochmal Wasser holen. Also nachdem ich die Flasche aufgebraucht, hole ich mir nochmal Wasser. Ich mein Bärenanzug. Ich muss da wieder hinsetzen. Meine Füße sind wie... Bam, Hilfe. Elo heißt das im Schach und LOL wirkt. Overwatch hat ein komisches MMR-System. Verstehen Leute das heutzutage nicht mehr? Genau, sag mal dein E-Game. Dein E-Sportler-Game. Ich glaube, das wollte ich wissen. Ja, das geht doch. Und dann ist noch die beiden Kugeln dran. Am besten vielleicht mit Farbe. Ich weiß, mit Warframe kann man, glaube ich, kein E-Sportler werden, oder? Also, ich habe definitiv die Kram von meinem Stimmspiel zu erzählen. Sonnenscheinchen hat mit einer Yuma. Warte. Also, Sonnenscheinchen hat mit einer Yogamatte abgestaubt und ich muss Sachen machen, die ich
vorher geschoben habe. Okay. Und dann gleich Sport. Ja. Ja. Der Sport ist toll. Freu dich drauf, Lars. Wunderbar heute. aber kein Vampir mit Hund machen. Was? Ihr, mir, dummes Autokorrekt? Nee, was? Nee, nur mit Kompetitiv-Games und das auch nicht alle. Ja, genau. Habe sehr viel Rainbow gespielt. Und hatte Peak 4870 MMR-Punkte. Bin am iPad. Ich schmeiß dich um Pferde. Okay, nice, thank you. Thank you for the smicing of on the Panda. Und ich habe da. Ich bin da in dem, hier, wie heißt es? E-Sport-Lotto eh ein bisschen, glaube ich, hinterher. Ich auch viel zu alt bin. Und ich bin auch kein E-Sport-Mensch. Also, spiele ich ja nicht. Rainbow. Nicht Yogamatte. Nicht mit. Nicht mit Yogamatte, mir Yogamatte. Was? Ach, du holst die. Ja, ihr könnt ihr gerne spielen. Okay. Aber seine Sims zu treiben, muss ich, kann ich leider nicht im Chat erfragen lassen, denn ich glaube, das ist nicht mehr jugendfrei, was du da so machst. Ja. Das muss ein bisschen weg. Cleaning, 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 cleaning. Da kommt eh die Hand drüber. So, wir haben jetzt schon mal die Sachen da. Mache ich jetzt noch Arme. Ja, schön. Wir können ja Kommando mal in Corsair the Kings mitnehmen, aber ich glaube, danach ist er versaut. Was? Warum ist er danach versaut? Du hast echte. Ui, bei Lost and Found. Das ist nice. Das ist super. Ja, Knie tun dann nicht mehr so weh, wenn die Boden sind. Nice. Wir können ja, ne? Nachdem ich zweimal für Hacking gebannt wurde, weil ich halt immer PvP gespielt habe, hatte ich keine Lust mehr, mir einen neuen Akku. Aber du hast doch nicht gehackt, also kann man da nicht gegen angehen? Also ich kann es jungfern. Du willst ja Details. Genau, ich will Details. Beste Voraussetzungen kommen euch auch nur noch sporadisch. Oh, du bist gebannt. Okay. Ja. Ich lese einfach eure Sachen vor. Ich mach da jetzt, mach ich. Ich hab schon wieder farblos an. Ha. Oh. Hat für dünne Ärmchen hier. Ui. Ui. Nein. Ui. Ja, kann man begehen. Damit kann man gehen. Weil du es nicht mal auf einen Bann eingehen, nicht mal auf den Bann eingehen wollte, nach der Nachfrage habe. Ingame-Meldung bekommen für Hacking und im Support-Chat sagt er mir, dass ich mir nichts sagen dürfe, da sonst deren System umgehen will. What the hell, Ubisoft? Ja, das ist auch mies, wenn man dann immer wieder das Spiel kaufen muss, so beschissen. Ohne Proof gebannt werden ist nicht okay. Ich meine, why? Das ist doch unfair. Ich kann nicht so gut händeln, deswegen. Don't judge me. Ich hätte ihn auch so. Der andere. Ganz sporadisch nur. Ich muss mir einfach vorstellen, dass ich Krallen male. Dann gehen die Hände. Hasse Hände. Hände zu zeichnen ist aber nur. Scheiße.
großer Kackmüll ist das dann. Aber was ist das denn? Gucken wir später an. Wow. Okay. Ruf mir einen Ruf. Oh, boy. Boy, boy, boy. Das sind ja harte Themen heute im Chat. Muss vielleicht nachher nochmal nur eine hübschere Hand malen. Wo geht das nicht? So geht das nicht? Ah, besser. Ja, das finde ich schade, dass die auch Sharing zerstören, sozusagen. Und wenn du dann einfach sagst, so, ich bin jetzt bei meinem Kumpel für ein paar Wochen und würde das gerne spielen, das darfst du aber nicht spielen. Weil du ja dann das Spiel teilst. Voll doof. Ja, aber es gibt nicht immer Free Weekends. Genau, hack mal den lieben Kommando. Lieb, das ist lieb von euch. Habe ich schon gehabt, dass ich eigentlich Hände hasse. Wasse. Ja, da wollten wir auch noch mal reingucken wegen dem Love-Ding, ne? Vielleicht ist es da nur auf Chat eingestellt. We love the chat. Chat love you. Irgendwas wird auch schon passen. Muss ich gleich eh nachmalen. Schön. Zum Beispiel, dass du Love Kommando schreiben könntest und dann oder sowas, weiß ich, glaube ich, weil letztes Mal hast du, glaube ich, Love Earl gemacht und dann kam halt ein Chat, da sagte Fry, das sollten wir vielleicht bearbeiten. I'm not sure. Muss ich eh gleich nochmal rüber gucken. Ja, jetzt beim Hüppchen. Muss dünner sein. Die Frauen haben keinen Adams, aber trotzdem haben die so einen leuchtenden Strich da. Weil von hier wahrscheinlich eher. Glaube ich, ich habe gerade keine Ahnung. Bin gerade so blöd. Ich bin strick. By the way, iPad-App ist doof. Kann nicht auf die Sound. Also, nicht deine Tisch. Aber ich strick. Oi. You feel the pain? Du musst doch noch Sport machen, habe ich gehört. Danach fielst du noch mehr Pain. Ich strick dich bis weiter. Ich krieg den nicht höher. Ich krieg dich grad so. Alte Frau. Wer das auch machen möchte, ich empfehle Ihnen Chloe Ting. Ah.
Ja, es ist ein Ganzkörperpuffelanzug. Warte, warte, warte. Ich muss mal gut ein bisschen Haare entwirren. War ein kleiner. Echt. Spam? Wie spammen? Spammst du? Was spammst du? Gesichter sind so kacke. Warum sind die nicht normal? Einfach gleich rum. Jetzt habe ich hier eine Linie weggemacht, die ich behalten wollte. Geil. Ohren. Ohren. Ach so, das nennst du Spam. Doch kein Spam. Also relativer Spam. Das ist relativer Spam. Bei den Ohren bin ich mir noch nicht sicher. Flache Ohren sind oder die oder Dingen. Ich denke mal, Custom IP. Genau. Weiß ich nicht. Warum er das nicht will. Zu rund. Ich habe was runtergeschmissen. Langsam. Very langsam. Vielleicht wird hier irgendwas gemacht. Oh, das ist cool, danke. Jetzt kann man auch Liebe teilen. Nicht nur für den Chat, sondern einfach für einen bestimmten Mensch. Oder man kann ja auch einen Chat hinschreiben. Oh, jetzt werde ich ihm lieb. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt, wann es ankommt. Ich möchte das Gesicht irgendwie, weiß ich nicht. Was? Da! Ich weiß nicht. Hat sie einfach gelöscht, die Liebe von dir. Die Liebe für mich von dir ist einfach gelöscht. How dare she Lieben löschen? Vielleicht, weil der Command doppelt gemoppelt war und das mochte das nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Augen. Oh, Augen, Nase. Grr, grr. Böse, böse. Oh. Ich habe Kappa gehen und Emote Wall an. Also schön viele Viecher. Oh Gott, ah, Nase. Ah, hier so, ne? Dann so und dann so. Muss ich dann... Wie sieht das aus? Muss ich dann erst richtig machen, wenn ich die Farbe reinkriege. Aber so ist... Leitfaden. Wundertön, ne? Wundertön. Süß. Ja, ich schmeiß das mit Liebe. Ich mag irre. Ja. Mehr Liebe.
Much more love, please. Kann sein, dass ich wieder ein bisschen größer machen muss, anders nicht vom Papier her. Sind das gute Augen? Das sind okay Augen. Ich bin schon auf Pixel-Ebene, das kotzt mich. Oh. Auf Pixel-Ebene kann man nicht so gut nice Augen machen. Noch was geschrieben. Oh. Ich liebe Flari. Ah, fuck! Ich liebe Flari. Aua. Ich liebe Flari. Au. Fla. Ich liebe dich, aber aua. So, jetzt mal hier noch eine Ebene. Ich liebe nämlich auch Flari. Ich liebe Flari. Ich liebe Flari. Ich überlege nämlich gerade, ob ich einfach ein Auge mache und es flippe und dann kopiere. Ich liebe Flari. Ja, ich liebe Flari. Jedes Mal aufs Neue. Es ist eine Ehre, Flari zu lieben. Ich liebe nämlich Flari. Kaki, die Haare werden so... Ja, Pixelbrei halt. Ich liebe Flari. Pixelbrei. Ich liebe Flari auch. Das kann ich noch nicht so gut, das Bladibla, ne? Das müsste ich öfter mal üben. Also das mit Ich liebe Flari zum Beispiel, das ist... Kommt noch nicht so natürlich rüber mit dem Adden. Ich liebe Flari. Sehr. Soll ich die? Ja, die kopiere ich jetzt. Und dann... Liebe Flari. Liebe Flari. Ich hoffe, das funktioniert hier. Funktioniert nicht? Okay. Ach, blind. Liebe Flari. So. Ich muss jetzt ein Auge. Ungefähr. Super. Flari. Mach schneller, Bot. Ich liebe Flari. Liebe Atomflona. Liebe! Hast du jetzt Liebe oder Love in den Bot reingegeben? Weil gerade eben hast du Love bearbeitet und schreibst jetzt Liebe Atomflona rein. Ich liebe Flari. Fry, ich liebe Frage. Entscheiden Sie sich, mit welchem Tool Sie arbeiten wollen. Liebe. Nah. Genau, Love. Atomflona. Flander. Ich liebe Flari. Keiner gesehen. Doch, ich habe das gesehen, Fry. Ich liebe nämlich Flari. Und da achte ich dann drauf. Wie lange muss ich das machen? Wir machen das von 4 Minuten einmal. Ja, wir lieben. Fry liebt. Hat 43% für Liebe für Flari über. Ja, wir lieben Flari. Ich liebe Flari auch. Jetzt kommen die Haare dran, ne? Ich liebe Flari. Das Outlines first. I love Flari. Flari for the world. Ja, machen wir. Puh, puh. Liebe Flari. Ja? Ach, jetzt hast du noch ein Liebe hinzu. Jetzt gehen beide, okay. Dann teste mal, Fry, ob wir auch alle beide Flari lieben. Keine Ahnung von Haaren gerade. Liebe Flari. Ah, guck mal, bei Liebe hat Fry sogar mehr Liebe für Flari übrig. Nämlich 79%. Ich liebe Flari. Ja, warte. Ja. Liebe Flari. Ich muss dann mal nachrechnen, wie lange ich das noch ansetzen muss, weil es, wie gesagt, nicht einfach ist für mich. Liebe Flari. Also. Also es ist einfach zu sagen, aber dran zu denken ist das andere.
mache ich dafür, Scheiß? Liebe Flari. Bladibam muss ich, wie gesagt, öfter mal üben. Ja, das ist ganz gut. Liebe Flari. Okay, meine Eule. Die liebt nämlich Flari auch. Nein, das ist ein Kackerstrich. Ich liebe Flari. Das ist ein Kackerstrich, war. Ich weiß ja nicht. Die Haare bin mir noch nicht sicher. Ist so, liebe Flari. Ja, so. Ich liebe Flari, weil ich wieder nicht gesagt habe, obwohl ich geredet habe. Ach je, ich bin der schlechte Streamer. Na. Hält sich nicht mal an die eigenen Dinger. Ich liebe Flari. Ich muss es auch nicht mehr sagen, aber ich weiß, ich war gerade vergessen, aber habe ich noch mal ein paar Mal gesagt. Mit den Haaren muss ich echt mal überlegen. Ich finde Haare sehr, sehr schwer. Also, wie sie liegen sollen, das ist halt so. Was für ein Stil. Warum müssen wir jetzt auf Security 3 umsteigen? Security, Security. Wi-Fi. Ich hab doch grad Spaß. Damit ich nicht einschlafe. Ich schlaf doch gar nicht ein. Wenn ich müde wäre, würde ich auch bei CK3 einschlafen. Aber sowas von. Nur weil ich aussehe, als ob ich einschlafen würde, schlafe ich nicht ein beim Zeichnen. Genau, Fla ist auch nicht verfügbar für CK3. Außerdem will ich meine Super Hardcore Skills in Paradox spielen, nicht im Spiel preisgeben. Ja, das ist auf E-Sportler-Niveau, ne? Und das wollen wir nicht veröffentlichen, dass Fla so gut ist. Warum fangen wir eigentlich alle mit F an? Was soll das? Klar. Fry, Errol, alle mit F. Schrecklich. So. Ja. War ein geiler Witz. Ihr liegt auch kringelig auf dem Boden und lacht euch schief. Das weiß ich. Ich merke das. Was? Der war da?
Wette. Das ist ein Paradox. Was war Loa? Price oder meiner? Ich bin mir nicht sicher. Mein Bildschirm ist dreckig, ich bin festgehangen. Nein, nein. Jock ist cute. Ja. Will ich, glaube ich, auch hier so ein bisschen andeuten. Hab ich nicht so hingekriegt. Hui! Hui! To what I'm doing here. Sometimes you just do. And you don't think it. Because just doing is also final. So let's just do. Trotzdem noch sehr gespannt. Ja, es schwebt halt immer im Hirn rum, ne? Das mit dem Bewerben, das Ding sie. Bin immer noch gespannt, wann die was sagen, wann halt gesagt wird, wer genommen wird oder nicht. Ist ja immer bei Bewerbungen so, ne? Da ist man immer gespannt. Naja. Bin ja mal gespannt. Haha! Was das wird. Ob das was wird. Ja, ich bin da aufgeregt drüber. Aber ist normal. Jeder darf. Pixelated Malen. Können denn die Leute aus CK3 Gruppi, aus der Gruppe vielleicht morgen? Ach nee, warte, das war ja mit Fry. Da war ja was mit Fry. Da war ja was mit Fry, ob er vielleicht nicht kann, ne? Wo war da was? Nicht nur die Gruppe. Mal gucken, wie so ohne Linien aussieht. Ja, das geht. Naja, die Beine ist jetzt geschlossen, damit, ne, ihr wisst schon, damit man da gleich besser ran kann. Ja, das geht. Dann noch gleich den Hund ein bisschen skizzieren. Ich mache jetzt erstmal hier die Haut, also die Farben. Also, you know what I mean? Die Basic Colors kommen jetzt erstmal. Dann wird die nämlich auch schon hinter uns. Also nicht hinter uns, sondern, ne? Model. Oh, boy. Wo fangen wir denn an? Wir fangen wieder unten an, würde ich sagen.
Und machen wir, machen erst Haut. Hast Haut, dann Haut muss wir drüber. Ja, okay, die Haut müssen wir zwar machen, aber das sollte gehen. Machen wir doch vielleicht erst die Schuhe. Okay, dann blende ich alles aus, außer die Schuhe. Den Ordner vielleicht wieder einblenden. Ah ja, da war ein Problemo mit den Schuhen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ich habe gerade gesehen, dass die ein bisschen überragen. Das ist ja nicht in Ordnung. Nein. Das soll ja nicht. Sieht auch ein bisschen weird aus, wenn nur noch die Beine da sind. Sehr weird. Okay, dann machen wir mal eine neue Ebene nach unten. Das da. Schuhe sind ein bisschen... Nennt mich klug. Ich hab's falsch rum gemacht. Wenn du klick und falsch klickst. Ja, ja. Dann passiert sowas auch. Hast heute noch niemanden einen Tortor gegeben? Und? Ist das schlimm? Ich frage mich gerade echt, ist das schlimm, dass ich jetzt noch keinen gemacht habe? Machen das andere dann direkt immer sofort Tortors am Anfang geben? Glaube ich gar nicht. Hab ich nicht so mitgekriegt. Kann ich die Beine machen? Oh, wir brauchen gute Hautfarbe. X Hautfarbe. Ups. Hoppala. Hä? Achso. Ach je. Warte. Know your brothers, ne? Always like this. So, dann haben wir die Boinies. Guck mal, das sind Beine. Ach ja. Und die da. Machen wir das dann. Ich kann erstmal nur den Rock nehmen. Dann. Aber am besten ist es so ein Rot-Orange. Wieso hast du jetzt was angeklickt? Okay, weird.
von meiner ist bei meinem Dings weggegangen und dann einfach so rein. Finde ich okay. Und dann würde ich gerne noch das so haben und die mit eingefärbt. Okay. Muss ich gleich mal ein bisschen drüber malen. Mal drüber malen. Stimmt. Die müssten ja über dem Gelben gleich sein. Das Gelbe müsste ja unten drunter sein. Kann das nicht da sein? Das geht nicht. Die müssen nämlich hier sein. Genau. Ja. So. Daraus wird ein Schuh. Und jetzt das Gelbe. Oh, praktisch. Ist ja fast da. Ein Ticken gelber. Wo macht man das? Rock und Oberteil. Mal drüber malen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die beiden Streifen einfach behalte, sodass es ein bisschen anders aussieht. Also die im Kragen. Wir bauen uns einen Menschen! Ja! Arme! Oh, da ist noch ein Arm. Medic! Bei den mal die Hautfarbe wieder klauen. Also erstmal mit dem dann zusammen. Wo ist das hinführt? Nicht so klug. Benennen von Lachen. Nee, wer macht das schon? An dem getroffen? Am Kopf muss ich gleich noch was machen, damit es rüber geht. Denn das ist ja über einem Rand. Und Ränder mag das. Also wenn man keinen Rand hat, das mag das Programm nicht. Ist ja wie bei jedem Fülltool, ne? Ein Gesichtchen. Das sind die Haare. Ey. Haben die irgendwo ein Loch? Ja, die haben Löcher. Sticker. Erstmal müssen wir ein bisschen radieren. Ist ja krümelig. Oh, die Hand muss auch radiert werden. Das ist ja nicht schön. Nee.
Haare wieder. Das war also Fragmente, die man gleich sehen würde. Das wäre nicht so schön. Zum Beispiel auch nicht. Also bräuchte ich theoretisch den. Was bräuchte ich denn da? Für die äußeren Haare bräuchte ich immer die Haare, den Körper und das Oberteil. Welche Haarfarbe geben wir dir denn? Und jetzt wird der Rest übermalt. So. Muss ich etwas umändern. Mir ist da was aufgefallen. Was nicht so passt. Ja, ja. Schön, schön, schön. Das ist sogar so, okay. Ein bisschen seltsam. Ich glaube, es wird besser. Dann haben wir die Frau auch schon mal mit ein paar Farben. Ja, beim Umbrella muss ich noch was machen, damit der hintere Teil nicht, ne? Nicht so. Ja, du bist am Augen und alles tut weh und nein. Dann musst du aber gleich. Ja, es tut gleich auch noch mehr weh, aber. Dann hast du es hinter dir. Also auch in dir die Hand, ne? Muss auch in die Hand rein, das Teil. So. Muss was ausprobieren. Magie!
Wendet er den Kopf auf? Ah, du machst es einfacher. Ernähren. Was los? Warum ein Schockmoment für mich? Was habe ich getan? Ich schlafe auch nicht. Wenn du siehst, dass der Stift nicht bewegt noch, dann schlafe ich nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich schlafen soll gerade. Schalte ich die ganze Zeit, wenn ich konzentriert male. Das ist halt so. Ist auch ganz normal so. Ich meine, klar, die Musik ist gerade hardcore seicht. Ein bisschen heftig. Also Tutorial ist auf dem Bild etwas kleiner. Ich spiele gerade mit den Gedanken, mir was zum Döner zu... Dann der Döner ist unter dir, hol dir was Leckeres. Ich glaube, du hast ja deine Pizza schon diese Woche verpasst, dann kannst du auch deinen Döner. Dann solltest du ja dir einen Döner gönnen. Jetzt bin ich wieder... Also wenn man das jetzt auch gleich, die Augen von der Eule sind halt nicht auf der Linie von dem Schild. Klar, das Mädchen ist größer, weil es auch eine Frau, relativ grauige Frau ist und kein Kind.
Eule könnte auch so riesig bleiben. Das wäre irgendwie ulkig. Sieht schon gruselig aus. Da wurde ich auch angeschrieben. Überall angeschrieben. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das einbauen soll. Und ich weiß nicht, ob das komisch kommt, wenn man einfach ein Shoutout ausrichtet. Das weiß ich halt nicht. Ich möchte halt nicht seltsam rüberkommen. So, jetzt habe ich ein Problem. Das ist nämlich ein Schieber. Einmal Inspiration für einen Schieber suchen, weil mein Hund liegt irgendwo vor einem Wecker. Hinterm Ding. Seid weit weg, was soll ich tun? Da kann man sich aber auch gucken, wie ne? Na gut, ja. Mhm. Muss ich mal eine Miniskizze von einem Shiba Inu machen. Also, ich habe halt gedacht, nach geradeaus vorne gucken, dann erkennt man den Hund nicht. Aber ich könnte ja diese typischen Shiba-Gesichtszüge reinpacken. Am liebsten würde ich ja so meinen, dass hier auf dem Rücken so stehen. Weil, zeig nochmal. Also, wenn ich die kraule, ist der Popper immer hier oben. Und der Popos von Yuna ist immer, wenn ich sie kraule, hier oben. Und dann liegt sie halt so mit dem Rücken, ganz komisch. Ne, der Popos muss da sein. Und ganz komisch hier so. Auch wirklich so eingeknubbelt. Die ist so ein kleines akrobatisches Wingli. Mit dem Bein versucht sie auf dem Boden zu stehen. So creepy, der Hund, ne? Also die das ist du machst die nochmal. So, ich weiß, es dann irgendwie da so. Das andere Bein, das streckt sie immer sehr gerne aus, so ganz gerade raus. Und ihre Vorderbeine sind relativ angewinkelt. Und das war auch die. Und dann guckt sie einen immer so ganz doof an von unten. Warum kraust du nicht weiter? Akkurate Wiedergebung von meinem Hund. So wie halt. So ganz verknubbelt. Dieser Hund ist seltsam. Also. Das ist, ne, also, Yuna halt, das gilt als nächste Zeichnung, irgendwie sowas. Yuna wirklich mal in ihrer beklopptesten Pose zeichnen. Oh, Himmel. Und außerdem bin ich ein bisschen müde, weil ich viel Sport gemacht habe diese Woche. Meine ich das, dass man den erkennen kann, den Hund? Knack, knack.
Warum sind Shibas so weird zu zeichnen? Kann man das einmal erklären? Ganz weirder Hund. Ich muss mal kurz den anderen Hund ausblenden. Eine Wurstbusch. Mürstel. Das ist ein bisschen krass. Was zum Fick? Warum konnte ich nicht malen? Gehst du dir jetzt was holen oder überlegst du noch? Musst du oder so nochmal los? Okay. Hast du nicht einkaufen nach dem Arbeiten? Das sieht schrecklich aus. Also ich meine, es ist schon proportional ein bisschen okay, aber es sieht schon schrecklich aus. Ich meine, Hunde sind schwer. Sondern wenn man keine vernünftige Vorlage hat, weil die Vorlage einfach hinter einem liegt irgendwo. Ja, ich gebe jetzt Luna die Schuld. Die ist nicht da, ich kann sie nicht malen. Naja. Sieht so fett aus. Luna ist nicht so fett. Ganz schmaler Hund. Genau. Es ist aber auch was anderes beim Zeichnen, nur mal so als Info. Wenn du keine guten Referenzbilder hast, dann kannst du halt nicht gut zeichnen. Oder erst gut nachzeichnen. Und wenn dir keiner schwimmt zeigt, dann kannst du auch nicht schwimmen. Ganz einfach. Müssen wir jetzt halt ein paar Shibas zeichnen. Ist das halt. Bis mir einer gefällt. Das war das dicke Gesicht.
Kifrei. Du hast also entschieden. Gut. Kennt ihr Elida? Die ist eine ganz liebe, die spielt gerade Zelda. Also falls ihr noch was etwas Spannenderes sehen wollt, an ein paar anderen Tagen, außer hier bei mir mit Marlen, könnt ihr euch gerne bei Lila gucken. Ach so. Das war ein kleiner Lurker bei ihr. Dann sage ich ihr vielen lieben Dank, dass sie sich bedankt hat. Wir versuchen trotzdem einen Schieber jetzt mal. Ja. Einen kleinen, dicken Schieber wollen wir jetzt malen. Da ist sie noch nicht mehr so dick. Tut mal so. Juna möchte mal ganz viel fressen. Warte, ich gucke. Ach, krass. Ich glaube, mein OBS zeigt das gerade gar nicht an. Aber das ist super lieb von ihr, dass ich einen zurückgekriegt habe. Dankeschön. Magst du ihr das sagen, dass ich Danke gesagt habe? Sehr, sehr lieb. Jetzt habe ich meine... Aber komisch. Also im Dingsi-Bumsi, hier im OBS-Fenster, sehe ich das nämlich nicht. Aber auf Twitch sehe ich das direkt. Bist du noch connected, mein Freund? Ich sollte vielleicht nicht während des Streams die Overlays neu laden, ne? Ich wäre nicht so praktisch. A, B und C, wo ist meine Vogala G? Aber wie gesagt, Dankeschön an Lila auch. Sehr lieb, dass sie auf den Shoutout einen Shoutout gegeben hat. Ich habe eine Vorlage. Wollt ihr die sehen? Warte, ich muss dafür... Wie mache ich es am besten? Ich muss einfach so zeigen. Warte, erstmal... Meine kleine Sassy Bitch, hau keine Schuhe her. Mach ich mal hier unten rein. Warte. Warte. Ja, einmal hier. Ich habe einen Kanal offen und da ist die Olle Juna. Die Olle. Und davon werde ich jetzt einfach nochmal gucken, ob ich das Bild finde, weil gerade wird halt geladen. Also eine Kombi aus dem da und dem da und dem da. Ein bisschen schwierig gerade. Aber damit ihr wisst, woher dieses Gesicht kommt. Deswegen kann die gar nicht so dick sein, aber sie ist halt so eine Dicke. Sie wünscht sich, ein dicker Schieber zu sein. Aber ist kein dicker Schieber, ist ein dünner Schieber. Ich versuche gerade ihren Rollerkopf zu machen. Und beim Sport ist Juna echt nervig. Da schlägt die mir immer ab. Nicht nett. Das zerstört einem die Konzentration. Das ist super lustig. Shibas haben hier so eine Falte im Kopf. Hier, weil der Kopf, also der Knochen wirklich so zusammengewachsen ist wie so ein, also nicht so gerade, sondern leicht auseinander, dann ist da so eine Spalte drin, das ist super cool. Das ist sehr weird anzukraulen, aber
Aber die Shiba, es ist auch ein Zeichen, dass der Hund ein Shiba-Gen drin hat, irgendwie. Ich glaube, ganz besonders die Shibas. Keine Ahnung, wie das beschreiben soll. Ich mach einfach mit. Shibas sind schon nervige, süße Dinge. Ja, sie sind nervig und süß. Das ist halt eine komische Eigenschaft von denen. So niedlich sein, so nervig, hardcore. Ganz schlimm. Schlimm, schlimm. Eine komische Seerobbe gerade, ich weiß. Was ist meine komische Seerobbe? Ich glaube, letzte Woche war es ein bisschen spannender, aber ich glaube, da war ich ein bisschen quäliger. Heute bin ich aber müde, deswegen. Aber heute ein bisschen entspannteren Stream. Das kann man ja auch mal machen, ne? Ja, ja. In dem Lied kommt die ganze Zeit so ein. Boah, da denke ich immer, Frey löst hier Phasmophobia-Sounds aus. Ich weiß auch gar nicht, ob ich heute lange mache oder. Also ich weiß nicht, wie müde, also mein Energielevel sinkt halt gerade sehr rapide und immer schneller. Ich meine das nicht böse, aber es ist halt so. Kann ich auch nichts für, dass mein Energielevel sinkt. Vielleicht habe ich bald irgendwann mehr Energie, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Sport mache. Also, ne? Wir sind heute entspannt. Wenn ich ganz müde werde, sage ich Bescheid. Dann legen wir den Stream auf Dienstag.
Also weiter den weiteren Stream. Puppelschwänzchen für meinen kleinen Pupshund. Weil ich sie so lieb hab. Man ist eh erstmal ein bisschen müder, wenn man mit Sport anfängt, oder habe ich da irgendwas verpasst? Also ich sag mal ja. Meine Verteidigung sage ich ja, durch Sport werde ich müder. Großartige Verteidigung, gut gemacht. Und die letzten Tage war ich halt immer so lange wach, weil ich doof war. Aber das hat nicht geholfen beim Energiehaushalten. Kann man das verstehen? Macht das Sinn? Ich sag einfach mal ja. Das macht. Nee, das ist kein Schwachbu, Errol. Das macht alles schon Sinn. Wie gesagt, und vielleicht gibt es bald Forest auf dem Kanal hier. Sogar Donnerstag auch mal. Dann würde ich das gerne abwechseln mit Zeichnen und Foresten. Muss ich dann aber mit den Mädels absprechen. Eine Mädels macht wahrscheinlich gerade schon Sport. Und mit dem anderen Mädel muss man es noch absprechen. Sehr fluffig. Dieser Hund ist sehr fluffig. Habe ich Skizzen gesagt irgendwie, ne? Und jetzt, was mache ich? Ich versuche hier ganz ordentlich zu zeichnen. Typisch. Mal gerade fokussiert, ne? Kennt man ja. Was soll das immer? Manchmal, weiß ich nicht, verwandelt sich meine Maus, mein Stift in so ein, ja, vielleicht habt ihr es gesehen, hier in die Sanduhr und das nervt. Ich will auch zeichnen und nicht Sanduhr abwarten, was soll das? Vielleicht ist das der Autosave, ich weiß es nicht. Kann sein, ist möglich. Die Pfötchen sehen ja hammerdoof aus. Die Handschuhe. Oh je. Shibas haben so Hasen hinter, ne? Heftig. So eine Hasenpfote als Hinterbein. Komische Tiere. Shibas sind seltsam. Ich hab die Ohren vergessen.
Wie kann ich denn nur ihre Ohren vergessen? Ohren, Ohren von meinem Hund. Ich sie vergessen. Ein guter dicker Hund. Das ist ein guter dicker Shiba. Ich bin mir nicht sicher, ich nehme ihn jetzt einfach. Ach ja, Judah hat cremefarbenes Fell. Cremefarben, dann schwarz und so. Kein weißer Shiba. Ich hab die dicke Schieber, muss ein bisschen rücken. Ich will die Haare wegschmeißen. Jo, der Schieber. Kleinen Chicken muss der Hund durch. Fehlt nur die Leine, ne? Was ist der Hund hier? Ja, ne? Ja, das war gerade in meinem Hirn so, die Gedanken, die sie miteinander gesprochen haben. Der Ton, die braucht eine Leine.
Da bin ich mir nicht so sicher. Theoretisch muss es ja dann so sein. Mit einem Halsband. Ein bisschen dickere Linie. Da müssen wir noch drauf. Damit ein bisschen eine Fellstruktur nachmachen. Ich merke gerade, dass ich hardcore müde bin und wir überraschen jetzt einfach jemanden. Ist das in Ordnung für euch? Ja, ne? Dass die Ariel ein bisschen müde ist und dann heute ein bisschen früher ausmacht, das ist noch nicht schlimm, ne? Nein. Denn die Ariel ist ja schon wieder am Dienstag da und wahrscheinlich Dienstag oder Donnerstag kann ich was verkünden, eventuell auch nicht. Das werdet ihr da mitkriegen. Und wenn, dann verkündige ich es auch nochmal auf Discord. Und ich versuche jetzt echt nicht mehr so lange mitzumachen, wenn dann Leute lieb sind und mir reden. Ich verfalle dann immer in Geblubbere und dann bleibe ich da. Und heute bin ich einfach nur müde, weil Sport, kaum schlafen. Und deswegen machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wir sehen uns Dienstag. Und dann machen wir einfach mal jemanden Freude, bevor ich euch, wie Fry die ganze Zeit sagt, hier einschlafe. Ja, ich bin müde, Kommando. Tut mir leid. Ich schlafe schon fast ein. Das ist nicht gut. Nächstes Mal hoffentlich bin ich wacher. Was möchtest du denn fragen? Kannst du noch fragen? Ich antworte. Ich bin halt mega konzentriert. Wenn ich dann zeichne, kann ich dann auch schnell in dieses Extreme konzentrieren. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Ich könnte gerne über Discord schreiben, wenn dir das lieber ist. Also wenn dir der Stil gefällt, ich kann dir dann auch ein paar von meinen Eulen zeigen, dann kannst du sehen, wie die dann aussehen könnten. Oder halt, was ich schon mal gezeichnet hatte für Emotes, das kann ich dir mal zeigen. Ja? Haben wir uns auf Discord? Müsste, ne? Also wie gesagt, Schreib mich einfach auf Discord an und dann reden wir auch drüber, dann reden wir auch so, was du halt haben möchtest, welchen Stil und so weiter und so fort. Boah. Discord! Da kommt Kommando. Also wie gesagt, es tut mir leid, dass ich so mega müde bin. Das heißt, dann entspannt mich dann halt auch noch dabei und dann werde ich halt noch schneller müde. Das ist so eine Win. Aber ich liebe jetzt Zeichen, ich weiß nicht, was sage ich immer. Aber wie gesagt, Kommando, wir schnacken. Ihr lieben anderen, ich schicke euch jetzt zu jemandem, der ganz so lieb ist, der auch gerade einen Shoutout bekommen hat.
und der definitiv ein bisschen mehr Energie hat als ich gerade. Das ist unnormal. Und ich kann mich nicht bewegen. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal am Dienstag und wenn dann am Donnerstag wieder gezeichnet. Ja. Fuck, bin ich müde. Es tut mir so leid. Und wie gesagt, die Ankündigung habe ich ja schon so semi gemacht, für was da kommen könnte. Und wenn das wirklich steht, dann sage ich auch noch Bescheid. Und dann werdet ihr das auch bemerken und auch hören und auch sehen und blubber. Ich habe euch super lieb. Schlaft gut und danke, dass ihr da wart und so viel geschrieben habt auch. Und auch wenn ich jetzt müde bin, dass ihr noch ein bisschen bei mir seid und die Liebe bei Lila da lassen, ne? Die ist eine ganz süße und spielt gerade Zelda. Glaube ich auch sehr entspannt. Möchte ich auch irgendwann mal wieder spielen, Zelda. Link's Awakening, das Remake. Viel Spaß dabei. Bis Dienstag auf jeden Fall, ne? Tschüss.